Noch unklar ist die Ursache eines Schwelbrandes in der Heizungsanlage einer Doppelhaushälfte am Dienstagmittag in der Poststraße im Leinfelden-Echterdinger Stadtteil Stetten. Gegen 12 Uhr wurden dort Holzpellets angeliefert. Kurz nach der Anlieferung der Pellets kam es im Heizungskeller zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr, die mit 9 Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand rasch eindämmen, sodass nach bisherigen Erkenntnissen kein Gebäudeschaden entstand. Allerdings dürfte die Heizungsanlage unbrauchbar sein. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro beziffert. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der vorsorglich mit 2 Fahrzeugen angerückte Rettungsdienst musste nicht eingesetzt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.